Herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Play, Let's Test, Let's Show, sucht es euch aus oder einfach nur ein angezockt, ja genau, wir machen es jetzt angezockt, von Resident Evil Revelations, der Demo. Und zwar nicht wie viele andere, vielleicht auf der Xbox, auf der PlayStation, keine Ahnung, ob es auch für den PC kam, sondern ihr seht es jetzt vielleicht schon, weil ich das Tablet mit einblende, wir spielen auf der Wii U. Genau, die Wii U Edition, das hat einen kleinen Grund, und zwar, für die, die es nicht wissen, Revelations kam ursprünglich für die Nintendo 3DS raus. Und ich habe ja Hoffnung, dass es auch ein paar Rätsel gibt, die speziell nur für die Wii U sind. Und es wurden auch einige Funktionen angekündigt. Jawohl. So, Steuerung wurde auf das Wii U Gamepad festgelegt, ja. Ich sehe schon, ich spiegel mich leicht selbst drinne. Aber wenigstens seht ihr hier alle Knöpfe, alle Tasten. Hatte ich vorhin nämlich noch ein bisschen Bedenken. So, Kampagnendemo-Optionen. Habe ich hier Sound an? Da, Tatsache. Jetzt. So, Steuerung. Ich mal kurz einen Blick werfen. Shooter, Ziel. Ja, meinetwegen. So, Laservisierfarbe hätte ich gerne rot. Untertitel lasse ich natürlich wieder an zum Mitlesen. Bildschirm. Helligkeit. Ja, das mache ich mal ein bisschen runter. So, Audio. Könnte ich jetzt Stimmlautstärke? Die Sprache kann ich. Doch, da Sprache, Mensch. Na, das ist doch perfekt. Es gibt so immer den kleinen Manko, mein gut, Resident Evil haben sie mit Revelation zum ersten Mal auch deutsch vertont. Und es gibt ja Menschen, die das nicht so mögen, es gibt Menschen, die das mögen. Ich persönlich bevorzuge doch lieber denn die englischen Synchronsprecher. Einfach weil Resident Evil sonst auch immer auf Englisch war. Und ja. Für alle anderen gibt es den deutschen Untertitel. Und wer noch nicht lesen kann, ist sowieso noch nicht alt genug für das Let's Play. So. Das habt ihr jetzt davon. Ja, dann normal. Ich habe keinen Bock auf höllisch und wollen wir mal sehen, was uns hier so erwartet. So, mit L-Genesis ausrüsten. Ich muss mal hier kurz anders halten. So. Und L und ZR halten für Scan. Hey, no one's saying Chris is dead. All right, then let's find him already. Okay. So, ja, gut, Steuerung. Bewegen, davon bin ich ausgegangen. Benutzen Sie für eine Waffensteuerung. Waffe abfeuern mit ZL und ZR, okay, ja, nachladen mit Y, gut. Ja, wechseln links und rechts. Ah, da-dum. Waffe abfeuern mit R. Aha. Gesundheit aufladen, X, ja, ja, gut. Ausweichen, das, ja, wird auch noch irgendwann kommen. Sie können einen physischen Angriff ausführen, wenn ein Feind schwächelt, das ist schön zu wissen. Drücken Sie Minus für das Menü. Okay, da unten ist Minus. Ach, das war's schon. Ach, da unten ist mein Menü. Schön, schön. Nach Chris suchen. Ja, wir sind ja anscheinend mitten auf der Zenobia. Ich glaube, sie hieß die Queen Zenobia. So, das. Okay, ich muss mal hier nochmal gucken. Ach, das ist Genesis. Okay. Huch. Ein Objekt. Okay, okay, das gefällt mir. Das. Ach, da habe ich jetzt eine Minimap unten drauf. Das ist ja der Hammer. Das gefällt mir.
ist jetzt, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie das Interface für die anderen Konsolen aussieht. Ich werde mir nochmal so selber wahrscheinlich dann. Nee. Muss man noch gucken. Schon lange nicht mehr Wii U gespielt, aber ich werde mir mal noch einen angezockt von Kalix angucken. Der wird wahrscheinlich für PlayStation das Ganze machen. Oder für Xbox, er war sich noch nicht sicher. Ich denke mal, PlayStation wollte er eigentlich probieren. Die Platine ist hinüber. Ich sehe da gar. Oder meinst du die? Naja, gut, Mädel. Naja, gut. So, da lang. Ja, ich hoffe, man sieht hier das auf dem Pad. Obwohl, so viel werdet ihr eh nicht sehen. Ich werde es ja wahrscheinlich nur irgendwo in irgendeiner Ecke dann einblenden. In welche bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher. Leer. Und grünes Kraut. Super. Ah, ich muss irgendwie noch. Was habe ich denn als letztes gespielt, dass ich mit der Steuerung so Probleme habe? Ist ja ätzend. So. Naja, gewöhnt man sich schon dran. Da hängt einer. Und sein Arm sieht alles andere als gesund aus. Ziel nicht gefunden. Hallo, direkt vor dir, halb mutiert. Ziel nicht gefunden. Ist ja Traum. So, ich bin noch so. Jetzt weiß ich warum. Ich habe das letzte Mal, als ich Wii U gespielt habe, habe ich Zombie U gespielt. Das war schon eine Weile her, aber da musste man ja auch ein bisschen mehr mit dem Gamepad hoch und runter gucken. So. Oh, Fahrstuhlschacht. Funktioniert nicht. Ja, ist ja auch kein Fahrstuhl da. Sein Arm. So eine Mutation habe ich noch nie gesehen. Ja. Toll. Ich schon. Gab's ein Let's Play von Junk zu Resident Evil Revelations auf dem Nintendo DS. 3DS, wohlgemerkt. Ist zwar jetzt grafisch dann natürlich nicht so der Hammer, weil abgefilmt und so weiter, aber für 3DS ging es halt einfach nicht anders. Aber das war schon, ich fand es zumindest cooles Let's Play. Wurde auch verdammt oft aufgerufen, weil einfach die Möglichkeiten, das zu filmen, nicht so oft da ist. Oh. Ich habe nicht den blassesten Schimmer, wo ich hier langlaufe. Glücklicherweise habe ich unten eine Minimap, aber dafür muss ich natürlich immer runter gucken. Okay. Fuse habe ich auch neulich gespielt, als Demo der PlayStation. Da gab es ein Deckungssystem. Das vermisse ich gerade ein bisschen. Hat Resident Evil oder hatte bis dahin noch keins. Kam ja auch erst mit, weiß ich gar nicht, 6? Ja. Ich glaube, mit 5 gab es auch noch gar kein Deckungssystem. Boah. Okay. Ist hier irgendwo was zum Scannen? Nee. Ich kann mich daran erinnern, dass Junk auch für ein 3DS eine Demo gespielt hat, bevor das Spiel rauskam. So, machen wir mal weiter nach einer kurzen Pause. Gezwungenermaßen. Ich glaube, ich bin hier falsch. Hier ist nichts. Ja, ich habe gerade eben übrigens Pause mal gedrückt gehabt und habe festgestellt, dass ich das umstellen kann, indem ich nur auf dem Bildschirm, nur auf dem Fernseher spiele. Oder aber ich spiele das komplette Spiel einfach direkt auf dem Tablet. Dann läuft das Tablet hier mit Sound. Inwiefern das gut ist, naja. Ich mach mal wieder normal. So. Zack. Ja, eine weitere hübsche Möglichkeit für die Wii U.
glaube nicht, dass das bei der PlayStation funktioniert, obwohl die PS Vita natürlich nicht schlecht ist, muss man ja mal sagen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die das so drauf hat. Und ich habe keinen Plan, wo ich hin muss. Das fällt mir mal gerade so auf. Da unten ging es. Habe ich da eine Tür übersehen? Ich muss mal nochmal gucken gehen. Nee. So, zum Scannen ist hier auch nichts. Bin hier völlig umsonst anscheinend hergelaufen. Na gut. Ups. Ach, der hat ein Messer in der Hand. So, so. War das echt alles hier? Warte mal, kann ich... Menü. Achso, auf dem Fernseher dann das Menü. Toll. Munition, Karte. Karte. 3D-Karte. Na gut. Zack. Mannschaftsquartier. Da ist irgendwo ein Schlüssel, den ich offensichtlich einfach übersehen habe. Und eine Waffenkiste. Ich glaube, dafür sollte man... Ich war hier vorher doch nicht drin, oder? What? What the fuck? Ich war hier offensichtlich nicht. So viel zum Verlaufen. Oh Gott, Igitt. So, wer sich über die 58% da oben wundert. Damit kann man Virusproben scannen. Also quasi einsammeln. Und wenn man bei 100% angekommen ist, bekommt man grüne Kräuter. Zumindest war es in der 3DS-Version der Fall. Was natürlich ziemlich hilfreich ist in Sachen Heilung, wenn man halt die Gegner einscannt. Ist natürlich deutlich schwerer, einen lebendigen Gegner zu scannen statt einen toten, aber einen lebendigen Gegner zu scannen bringt auch deutlich mehr Pluspunkte. Hä, war ich hier doch? Objekt, ja gut. Öfter einfach mal wirklich mit diesem Genesis Teil rumrennen. Da ist nichts. Okay. Ja, doch, hier waren wir. Und hier ist der Raum, in den ich nicht reinkomme. Funktioniert nicht. Danke. Hier ist versperrt. Müssen wir nochmal... Nee, da nicht. Da, Karte. Und... Jetzt bin ich ein bisschen... verwirrt. Hier muss irgendwo der Schlüssel wo sein. Oder ich brauche da einen Schlüssel. Türen können nicht geöffnet werden. Ja, tatsächlich. Ich sollte öfter lesen. Das könnte helfen. Ich bin... gerade verwirrt. Wie so oft. Von da komme ich. Da ist nichts. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Aber hier kann doch nicht immer nichts sein. Oder bin ich jetzt einfach nur in die völlig falsche Richtung gelaufen? Außer Reichweite.
Handabdruck gefunden. Okay, ich glaube, die Handabdrücke waren nochmal irgendwie für Bonussachen, Secrets und so weiter. Ist jetzt aber auch nichts, was mich wirklich weiter, was mich weiterbringt. Königin Zenobia, daher stammt der Name, also ja. Danke, toll. Okay, wohl kein Objekt gefunden. Und trotzdem liegt was drin, ne? Ich kann keine Muni mehr mitnehmen. So, okay, dann gucken wir mal da drüben. Da geht es ja offensichtlich auch weiter. Vielleicht finden wir ja jetzt mal etwas mehr. Okay, zwei Türen. Hm, wir gehen erst hier lang. Oh. Da sitzt einer. Chris. Oh Gott. Scheiße. Can you get him out? No, it's a tough lock. I need the key. Okay, then let's find it. Okay, dann haben wir keine andere Wahl. Wir gehen den Schlüssel suchen. Hm, und wieder die Frage. Hoch. Oh, okay. Ich glaube, nach unten geht sie nicht so weit. Ja, scheint eine Sackgasse zu sein. Du bist ein sehr schlaues Mädchen. Mein Gott. So, was war eigentlich hier? Menü. Zack, Schlüsselobjekte. Haben wir Spielhandbuch und Genesis-Handbuch. Ah ja, gut. Und nochmal grünes Kraut da oben. Zur Not können wir zwei grüne Kräuter kombinieren. Dadurch verstärken wir die Heilwirkung. So. Oh je. Da ist nix. Da ist etwas. Ein Objekt. Noch mehr Pistolenmunition und wir können nichts mehr mit rumtragen. Noch mehr. Ja, toll. So. Gucken wir mal nach komischen, merkwürdigen Flecken unterm Bett. Na gut, Flecken finden wir hiermit anscheinend keine, sondern immer nur Pistolenmunition. Das klang jetzt gerade eklig. Hier ist doch irgendwo einer. Ich höre ihn doch. Wow. Wow. So, gescannt ist er. Diese T-Abyss-Zombies. Ekelhaft. Und trotzdem nochmal gescannt, aber hat keine Punkte mehr gebracht. So. Okay. Das war nur der erste. Bestimmt nicht der letzte. Zumindest nicht in der Vollversion. Okay. Die Demo ist übrigens auf der Wii U irgendwie begrenzt auf 30 Mal aufrufen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie sich da mit anderen Konsolen verhält. Ob das da irgendwie auch so eine Sperre gibt. Oder halt so eine Grenze. So, jetzt können wir die 5 gut gebrauchen.
Wäre halt mal interessant. Und die Frage, die sich mir immer so stellt, ist, warum? Ich meine, eine Demo kann man doch, dachte ich zumindest, sollte man auch so oft spielen können, irgendwie wie man will, damit man auch wirklich überzeugt ist. So, hier ist ein Anker drauf. Und die Musik ist böse. Auch verschlossen. Zack. Oh mein Gott, eine Frau schreit. Was geht da unten vor? Ich glaube, die Frau hat es nicht überlebt. Und ich habe die dumpfe Befürchtung, dass diese Frau die Schlüssel hat, die wir suchen für Chris. Oh Gott. Was ist das hier? Zu, okay. Na dann. So. Ein Scan haben wir schon mal abgeschlossen. Ich würde irgendwie gerne noch den zweiten Scan. Objekt. Das war ja klar. Na. Jetzt. Scan abgeschlossen. Plus eine Pille. Ach, dann haben sie es jetzt in Kapseln auch hier. Ich habe so das doofe Gefühl, wir müssen uns jetzt erstmal hier mit den... Na. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nachladen. Kommt mir nicht zu nah, ihr seid so eklig. Okay, einer noch, einer noch. Ja. Nachladen, lad nach. Okay. Wer auch immer diese Frau war, mit dem riesigen Dekolleté, sie ist tot. Parker, I couldn't find anything out on the woman, but I did find a key. Da. Let's try it out. I'll meet you in the Chris's room. See you there. Ja, gut, so viel zur Übersetzung. Im deutschen Untertitel steht, probieren wir es mal aus. Und er sagt, ja, wir treffen uns im Chris Raum. Kann man die eigentlich... Nee, kann man nicht mehr untersuchen. Schade. Ja, toll. So, das nehmen wir noch mit. Die beiden sind... zerlaufende Suppe. Ach, und hier, das macht so komische Geräusche. Hier sind noch Objekte. Was? Da war ein grünes... Ach, das... Nee. Das ist... Ja, das lohnt sich denn wieder mal, dieses Genesis-Ding zu benutzen. Handabdruck gefunden, wofür auch immer ich den brauche. Und hinter mir werden komische Geräusche verursacht. Lautstark. So. Wow. Na. Hey, my friend. Bist du tot? Nee. Warum kannst du nicht einfach tot sein? Kannst du jetzt tot sein? Geht doch. Kam da hier einfach aus dem Schacht raus. Gewabbelt. Sieht aus wie so eine komische Wasserleiche mit, wie nennt man, Streitkolbenarm sozusagen. Okay. Oh Mann. Objekt. Oh, noch ein Objekt.
Oh, Steuerung mit Hilfswaffen. Okay, mit R kann ich Hilfswaffen abfeuern. Ist natürlich gut zu wissen. Okay, kann keine Pistolenmunition mehr tragen. Und das war auch so klar. Na. Noch jemand? Nee. Glück gehabt. Igitt. Die Wäsche möchte ich nicht anziehen. Okay, das heißt aber jetzt definitiv, wir bekommen wahrscheinlich noch auf dem Rückweg ein paar Mal Besuch. Ich glaube, das Fenster war hier vorhin noch zu. Immer noch verschlossen. Und wir müssen wieder hier durch. Ah! Na, lass los, lass los. Igitt. Autsch. Kann ich jetzt eigentlich Menü? Nee. Wollte mir jetzt hier so eine komische Pille einwerfen. Warum nicht? Warum muss ich das? Ach, muss ich da anklicken? Ah, schlau, schlau. Boah. Boah, na klar, das war so. Ah, du. Damit hätte man rechnen können, verdammte Axt. Na. So. Jetzt so ein bisschen Munition wäre schon mal nicht verkehrt. Aber solange wie Zeit ist, nehme ich mir auch erstmal den zu Herzen und scanne ihn. So. Na. So, kipp um. Verdammt. So, da ist doch gerade eben glatt die Cam ausgegangen. Warum auch immer, muss ich gleich mal nachsehen. So, nochmal umdrehen. So, Cam, Kamera, hallo? Na, ist der Akku alle? Nö. Keine Ahnung warum. Wahrscheinlich ist sie nicht dafür gedacht, dass man Daueraufnahmen damit macht. Ist ja auch traumhaft. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die einfach so ausgeht. So. Na, so. Da oben sieht's. Sah ja auch wieder gefährlich aus. So. Okay. Gucken wir mal nach links, alles klar. Ich hätte auch auf die Karte gucken können. Oh Gott. Oh Gott, hast du mich erschreckt. Na dann. Und er passt. Und rein. Chris? Chris? Eine Chris-Statue. Nein! Die haben uns verarscht. Die Wichser. Bitch.
time you learned the truth. It's about time. Okay, das war die doch etwas kurze Demo von Resident Evil Revelations. Und okay, es gibt auch nur die eine. Ja, ich würde sagen, von der Demo her als Fazit ist die Wii U-Version auf jeden Fall geil. Grafik ist, ja gut, das HD-Grafik werden PS3, Xbox auch liefern können. Was die beiden nicht liefern können, sind allerdings diese gute Unterstützung mit dem Pad, dass wir auf dem Pad einfach direkt spielen können. So, zack. Mit umgeschaltet auf allen möglichen, so. Und die Kombination ist cool mit der Minimap und... Also, wer eine Wii U hat, sollte, denke ich mal, auf jeden Fall sich für die Version entscheiden. Die bietet meiner Ansicht nach einfach mehr. Ich kenne die 3DS-Version. Kannst du mal bitte aufhören da hinten? Das nervt. Ja, ich weiß. Und ich versuche hier gerade, was ein Fazit zu ziehen. Und du isst. Und knisterst. Du kriegst es mit, aber du knisterst. Frauen. Nächstes Mal gibt es eine Review zu Frauen. Heute noch zu Resident Evil Revelations, zur Demo. Ja, wer eine Wii U hat, sollte sich die auf jeden Fall ziehen. Wer eine PS3 oder Xbox hat, sollte sich halt die ziehen. Das Spiel ist es auf jeden Fall wert. Die Story ist es wert. Die Rätsel werden fantastisch wieder. Und... ja, gebt es euch auf jeden Fall dann vielleicht mal selbst und guckt mal, wie es für eure Konsole so aussieht. Spielen werde ich das Ganze am Ende wahrscheinlich für die PS3, einfach aus Kostengründen, weil Django und ich uns dann da den Download teilen. Und ich würde mir sonst wirklich die Wii U-Version kaufen. Ja, das war's und ich bin dann mal weg. Tschüss.